Am Wort ist der Herr Abgeordnete Domischner Nikolaus Belakowitsch. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Finanzminister, Hohes Haus. Bevor ich zu meinen Ausführungen komme, darf ich recht herzlich begrüßen eine Schulklasse aus meiner Heimatgemeinde, der neuen Mittelschule Großwarersdorf, Veliki Borisdorf. Herzlich willkommen. Dobrodošli ob der Parlamento. Wenn man sich an eins der Wortmeldungen hier vor Augen führt, fühlt man sich in den wilden Westen zurückversetzt, wenn der Klubobmann Luga hier von Häuptlingen fabuliert, dann hat man den Eindruck, er ist in irgendwelchen Westernschinken hängen geblieben. Das ist auch ein Zugang, wie man sich dem Finanzausgleich widmen kann, nur das ist ein Zugang der Apachenkriege aus dem vorigen Jahrtausend und bringt uns keinen Millimeter weit. Das ist nämlich lächerlich. Ein lächerlicher Zugang ist so zu sehen. Nämlich die Wahrheit ist, dass bei einem derartig großen Thema natürlich es ein großes Gezerre gibt aller Körperschaften, die hier beteiligt sind. Das ist ja klar. Und ein Finanzminister oder die Verhandler stehen vor dem großen Thema zu sagen, verlängern wir den Finanzausgleich, heißt, tun wir nichts. Wie das passiert, ist immer wieder in der Vergangenheit. Oder versuchen wir, an dem Räderwerk zu drehen. Und genau das ist passiert. Und genau das muss man Finanzminister Schelling zugutehalten und den Verhandlern, dass man sehr wohl am Räderwerk etwas gedreht hat und es sich in eine richtige Richtung bewegt. Und das ist einmal der wichtige Ansatz. Ein Beispiel ist eben die strukturschwachen Gemeinden, die kleinen Gemeinden. Die Länder bekommen das Geld aus dem Steuertopf nach der Einwohnerzahl. Bei den Gemeinden ist das nicht so. Bei den Gemeinden ist nicht jeder Bürger gleich viel wert, sondern da wird es nach dem sogenannten abgestuften Bevölkerungsschlüssel gemacht. Und das führt eben zu Ungerechtigkeiten. Eine Gemeinde, wie zum Beispiel meine Großwarersdorf, bekommt für einen Bürger rund in etwa 700 Euro pro Jahr und eine große Stadt wie Wien das Doppelte, rund 1400 Euro. Und das empfinden nicht nur die Bürgermeister, sondern auch die Ortsbevölkerung als ungerecht, weil eben es zu dem Dilemma führt, dass die Aufgaben nicht mehr so zu erledigen sind. Und ich möchte das. Und natürlich wissen wir, Herr Kollege Marzitter, dass große Städte andere Aufgaben, das wissen wir eh. Aber wenn Sie sich die Zahlen ernsthaft vergegenwärtigen, in den letzten 7 Jahren haben die burgenländischen Gemeinden ein Mehr an Sozialausgaben von in etwa 60% gehabt. Und im selben Zeitraum sind, weil das Geld den Gemeinden fehlt, die Investitionen um 80% zurückgegangen in die Infrastruktur, in den Ausbildung der Kinderbetreuung, des Schulwesens und, und. Und daher ist es so wichtig, dass jetzt beim Finanzausgleich sich etwas bewegt, nämlich erstens, dass es mehr Geld für strukturschwache Gemeinden gibt, nämlich 60 Millionen Euro. Das betrifft im Burgenland zum Beispiel insgesamt 70% der Gemeinden. Auch meine Gemeinde ist eine Abwanderungsgemeinde, wenn jedes Jahr 5 bis 10% der Bevölkerung abwächst, weil es nicht so viele Jobchancen gibt, weil die Perspektive nicht so eine große ist. Und die simple Frage stellt sich für uns als Politiker, egal wo man hingehört, wie kann man gewährleisten, dass nicht nur im städtischen Bereich menschenwürdige Lebensbedingungen sind, sondern auch am Land, im ländlichen Raum, wo vielleicht nur mehr ältere Menschen wohnen, die ältere Generation, die haben genauso ein Recht auf eine ordentliche Gesundheitsversorgung, auf eine ordentliche Infrastruktur. Das darf der Politik und der Regierung nicht egal sein. Und daher sehe ich auch abschließend gesagt, diesen Einstieg vom Umstieg bei dem Versuch der Aufgabenorientierung bei der Kinderbetreuung, weil erstmals dort der abgestufte Bevölkerungsschlüssel nicht mehr gelten soll, sondern tatsächlich jedes Kind gleich viel wert ist. Natürlich werden die Detailverhandlungen das ergeben und ich hoffe, dass es hier zu einem guten Ende kommt, dass wirklich das herauskommt, was Sie oft auch unter Verteilungsgerechtigkeit verstehen, nämlich, dass jedes Kind, jeder Mensch gleich viel wert ist. Herzlichen Dank. Argumentiert Nikolaus Belakowitsch von der ÖVP.